Moin, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zum The Next Speed Tour Summit, dem neuesten Summit, das wir jetzt hier erreichen können, auch wieder mit 11.000 Plätzen für Platin und damit dem ersten Platin-Fahrzeug, das 11.000 Leute bekommen werden. Wir kriegen als Belohnung hier 200.000 Follower für Bronze, 52.000 Ersatzteile für Silber und für Gold gibt es die blinkende weiße Unterbodenbeleuchtung. Für Platin gibt es dann die Chevrolet Corvette C2 2.0 Edition als Platin-Fahrzeug, sprich nur über den Summit erhältlich. Und ja, ich bin mir noch nicht so ganz klar darüber, was die können wird. Settings und Pro und Nitro-Mischer werden es dann nächste Woche zeigen. Hier im Summit fährt sie sich erstmal noch nicht so geil. Zwei Sachen noch. Erstens, ich hoffe, der Regen stört nicht zu sehr. Ich höre den sehr stark. Ich hoffe, dass das Mikro das gut filtert. Zweitens, tut mir den Gefallen, lasst mal alle noch ein Like und ein Abo da. Vor allen Dingen ein Abo, weil wir knacken sehr bald die 4000 Abonnenten und ich bin mega gehypt darauf, dass wir das dieses Jahr noch schaffen. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Also, Kurs geht raus, meine Lieben. Wenn euch die Videos gefallen, wie immer gerne ein Like und ein Abo da lassen. Verbesserungsvorschläge in die Kommentare und viel Glück und viel Spaß beim Summit. So, wir starten natürlich wie immer bei der Radarfalle. Dafür nehmen wir die Corvette Stingray als Drag Racer mit einem Nitro-Mischer auf Pur und Fanatisch. Und ja, wer hätte es gedacht, Profi-Einstellungen drauf. Und wir brauchen natürlich Windschatten wie immer bei einer Radarfalle. Die ist aber sehr einfach tatsächlich hier. Da können wir mit Windschatten von Kollegen oder von Randoms auf der Straße ziemlich easy die 700 km/h knacken. Ich wechsle einfach immer kurz mit dem Blitzwechsel zum Flugzeug. Bei der Radarfalle biege ich links ab. Dadurch kann ich die nicht auslösen, weil ich im Flugzeug bin. Wechsle über den Blitzwechsel wieder zum Drag Racer und fahre dann bis nach hinten in Anlauf holen. Hinten ist da, wo die Zone auf der Karte endet, die kleine grüne. Weiter darf man im Summit ja nicht fahren. Ja, da stellt man sich dann ganz einfach auf mit seinen Kollegen und drückt mit Windschatten durch. Hier waren noch ein paar Randoms dabei. Das war ein bisschen lucky, weil wir echt viele waren. Das ist bei sowas eigentlich selten schädlich. Wir fahren rechts auf dem Fahrradstreifen, können da ziemlich easy ohne viel Verkehr Windschatten ziehen und sind dann bei ziemlich schnell mal 716 km/h. Nitro am besten so ziehen, dass am Ende noch ein kleines bisschen was übrig ist, sodass euch das Nitro nicht ausgeht, aber ansonsten ist das eigentlich nicht besonders schwierig. Zumindest die Radarfalle sind schon mal relativ einfache Punkte, auch wenn man da mit 130.000 nicht mal wirklich viele Punkte für bekommt. So, als nächstes kommt der Tiefflug. Auch der mittel einfach. Punktebrecher mit Test erprobt so hoch wie möglich. Rest ist eigentlich egal, was ihr da drauf packt. Profi-Einstellung habe ich jetzt aus. Was ich so gemacht habe, ist höchstens das Allgemeine. Ne? Automatische Steigflugkontrolle und so weiter. Solltet ihr mal checken, ob das bei euch genauso ist. Das kann nämlich am Flugverhalten auch einiges ausmachen. So, in diesem Fall biegen wir rechts ab an dem Punkt, wo der Tiefflug beginnt. Holen uns ein bisschen Anlauf, drehen dann Kopf über, wieder Richtung Tiefflug. Und fliegen straight rein. Wir können dann ganz kurz oben über diesen Bahnschienen fliegen. Auch da kriegen wir dann 3,5-fach Multiplikator auf den Kopf. Der geht nicht sehr weit, der Weg. Danach müsst ihr kurz nochmal nach unten fliegen über die Straße. Das ist ein leichter Schlenker, nicht mehr. Auch da 3,5-fach Multiplikator. Am Ende geht es dann auf einen See. So, und auf diesem See sind am Anfang viele Boote. Wenn ihr da einen guten Weg durchfindet, ist das kein Problem. Ganz leicht nach links mit L1. Hat bei mir eigentlich ganz gut funktioniert, dann habt ihr einen relativ geraden Weg vor der Nase. Und wenn ihr dann einmal über dem See seid, könnt ihr wie ich hier einfach mit 3,5 Multiplikator gerade durchfliegen. Viel lenken muss man da gar nicht, vorausgesetzt, ich glaube, das ist die automatische Steigflugkontrolle, die das ausmacht. Die muss man halt an- oder aushaben. Weiß gerade gar nicht, das war sicher. Das andere bewirkt halt, dass das Flugzeug automatisch wieder anhebt und das soll eben vermieden werden, genau durch diese Einstellung. So, dann gibt es hier das erste Mal ordentlich Punkte, 157.000 an der Zahl und wir sind ready für den Slalom. Der Slalom ist auch hier tatsächlich absolut langweilig. Frauscher Demon 1414 mit Punktebrecher Test erprobt, genau wie beim Air Racer. Profi-Einstellungen sind hier eingeblendet und ganz ehrlich, der Slalom ist so ein Ding. Ihr werdet sehen, ich bin da am Ende ein bisschen scheiße gefahren, aber der ist wirklich nicht schwer. Der ist einfach ultra langweilig. Der ist einfach gerade und irgendwie passiert da einfach nicht viel. Also das ist so ein Slalom, der halt nicht besonders spannend ist. Im Übrigen, weil ich das unter den letzten Videokommentaren viel gesehen habe, keine Sorge, ich mache die Summit-Videos ganz normal weiter. Ich habe mich natürlich ein bisschen darüber aufgeregt, dass es für Leute auf meinem Spielerlevel jetzt halt keine wirkliche Herausforderung mehr gibt. Aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt,
Datin ist für mich jetzt auch vorher nicht schwer gewesen. Theoretisch mit den Sets, die ich habe etc., konnte ich das meiste First Try fahren und wäre Platin gewesen, vorher wie jetzt. Und von daher, ich krieg die Belohnung, soll mir jetzt, ja, ist für mich jetzt nicht dramatisch, dass die unbedingt mehr Leute kriegen. Das Einzige, was ich halt so ein bisschen schön fände, wäre mal irgendwas, was ein bisschen Competition reinbringt. Und da habe ich halt lange drauf gehofft, dass mal was Neues, Competition-mäßiges kommt. Und ja, anstatt das reinzupacken, haben sie halt jetzt das Einzige, was so ein bisschen Competition gebracht hat, rausgenommen, also was heißt rausgenommen, abgeschwächt, indem sie jetzt auf 11.000 hochgegangen sind. Also, keine Sorge, ich mache ganz normal weiter Summit-Videos und da müsst ihr euch nicht drum sorgen. Das Einzige, was passieren kann, nächstes Semester kann es sein, dass ich in Anwesenheit Uni habe und es sieht so aus, als würde ich mittwochs wahrscheinlich lange weg sein. Das heißt, es kann passieren, dass die Summit-Videos dann erst Donnerstag kommen. Das ist aber Zukunftsmusik, da erfahrt ihr mehr darüber, wenn ich mehr weiß. Bei dem Powerboot-Rennen nehmen wir die Offshore Mark II, weil wir keine Wahl haben. Nitro-Mischer pur Extraportion. Ich würde aber die Profi-Einstellung empfehlen, weil das Boot tatsächlich, wie ich finde, ohne Profi-Einstellung ziemlich scheiße fährt und mit den Einstellungen ist das Ding echt stabil. Insbesondere ist das nicht mehr so lenkfreudig. Der rutscht einem, glaube ich, gerne mal weg, wenn man da keine Settings drauf hat. Und mit den Settings, die da jetzt so drauf sind, also die ich draufgepackt habe, geht das eigentlich echt gut. Also er lenkt sich sehr stabil, lenkt aber nicht sehr stark. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Gut, ansonsten ist das Powerboot eigentlich nicht so schwierig. Am Ende gibt es eine dicke Rampe. Da kann man links dran vorbei, das werdet ihr bei mir sehen. Am Ende, da kann man links dran vorbeispringen über so einen Bordstein. Meines Erachtens nach ist das aber nicht wirklich besser. Mir wurde gestern empfohlen, ich soll das so machen, deshalb habe ich es heute mal probiert und die Zeit war okay. Aber an sich glaube ich nicht, dass das im Vergleich zu der Rampe wirklich viel Zeit spart, zumindest nicht so, wie ich darüber geflogen bin. Gut, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen zum Powerboot. Das ist wirklich nicht besonders spektakulär. Stick nach hinten ziehen, bisschen mit Nitro arbeiten, dass man immer wieder einen kleinen Schub gibt und dann wieder volllaufen lässt. Ihr werdet das bei mir sehen, dass ich das immer wieder so mache, auch wenn ich jetzt bei dem Rennen echt nicht viel drauf geachtet habe. Und das merkt man auch. Ich habe oft volles Nitro. Das ist nicht empfehlenswert. Also Nitro volllaufen sollte eigentlich nicht passieren. Zumindest nicht, dass es dann voll liegen bleibt. Sollte immer wieder kurz voll gehen und dann sollte man es wieder leer machen. Und genau da habe ich in diesem Fall verkackt. Aber einfach, weil ich nicht drauf geachtet habe. Ihr seht aber, die Zeit ist trotzdem in Ordnung. Muss man sich jetzt nicht so krass für ins Hemd machen. Zumindest die Leute, die die Sets in den meisten Klassen haben, sind ja jetzt eh nicht mehr so schwer auf Platin zu kriegen. Klar, Spieler, die jetzt noch nicht so alle Sets haben, etc., die müssen schon noch, ja, die müssen auch sowas wie Nitro an dem Punkt schon noch achten. Aber das ist tatsächlich was, das sehen wir jetzt hier, 7 goldene Teile, was ich ein bisschen übertrieben finde. Mir wurde mitgeteilt, dass diese goldenen Teile, selbst wenn man nicht Max-Level ist, direkt auf maximaler Stufe sind. Und da bin ich nicht mit einverstanden. Reden wir gleich weiter darüber. Jetzt kurz. Rallycross, Nitro-Mischer, pur Extraportion mit leicht abgedriftet in meinem Fall, Mitsubishi Lancer WR-1005. Settings sind hier einfach nur Stabilisatoren und Radsturz, mehr muss man da nicht machen. Und dann werdet ihr sehen, dieses Rennen habe ich stark zusammengecuttet, weil es da nur ein paar Sachen gibt, die wirklich wichtig sind. Im Prinzip ist die Strecke relativ einfach. Wir haben am Anfang Straße, dann einen kleinen Offroad-Teil, aber immer innerhalb dieser kleinen Leitplanken. Sprich, die Strecke ist immer ungefähr gleich breit. Das Schwierige ist, wir haben vor allen Dingen am Anfang viele dieser 90-Grad-Kurven. Ihr seht, dass ich hier die ersten zwei Kurven einfach nur in die Wand scheppere und mit der Handbremse mich eindrehe. Blöde Idee. Macht das so wie Neo an der Stelle schon. Fahrt die ersten paar Kurven, die so 90 Grad sind, ein Wallride quasi. Lasst euch von der Leitplanke mitnehmen. Wenn ihr die sanft anfahrt, bringt euch das schon Zeit. Im besten Fall fahrt ihr das Rennen hier zu viert, weil ihr geghostet seid und euch gut Windschatten ziehen könnt. Von daher, wenn ihr könnt, fahrt es zu viert. Wenn ihr nicht wisst, mit wem ihr es machen sollt, schreibt mal bei uns in den Community Discord, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, mit Leuten zusammenzufahren. Da finden sich Leute, und zwar eigentlich immer. So, das Problem, was sich hier bei dem Rennen ergibt, sind die 90-Grad-Kurven. Der Rest ist eigentlich einfach. Man kommt um die Kurven gut rum, um die leichten, das ist nicht so das Problem. Die 90-Grad-Kurven sind scheiße, weil es da zwei Stück von gibt, oder drei sogar, bei denen ihr hängen bleibt. Und zwar bei 43% seht ihr das ganz gut jetzt. Patsch! Wallgrind genommen und fast auf null abgebremst, einfach weil es einen wegzieht. Und das ist scheiße. Der nächste kritische Punkt ist, bei ab 63% haben wir zwei scharfe Rechts-Links-Kurven. Ihr seht schon, wir werden jetzt hier einmal komplett stehen bleiben.
weil wir damit einfach nicht gerechnet haben. Das war in der Tat die First-Try-Runde, aber die Zeit ist dennoch mehr als gut genug. Darauf würde ich nur an eurer Stelle achten, diese Rechts-Links-Kurven entsprechend zu beachten und da vorsichtig durchzufahren, dass ihr nicht komplett stehen bleiben müsst. Das kostet sonst zu viel Zeit. Ansonsten seht ihr kurz vorm Ziel wieder so eine scharfe 90-Grad-Kurve. Es geht aber, es gibt zwei 90-Grad-Kurven auf jeden Fall, wo ihr hängen bleibt, wenn ihr die außen nehmt. Da ist dann fraglich, ob das wirklich Sinn macht, die Wall zu grinden oder einfach vorher ein Stück abzubremsen. Also auf jeden Fall bei 43% und kurz danach gibt es nochmal eine, wo ihr hängen bleibt. Die würde ich natürlich an der Stelle dann vermeiden. Scheiße, bin ich müde heute. Jetzt hätte ich mir ja die Hand vor den Mund halten müssen. Ups, unhöflich. Nein, auf jeden Fall diese 7 Teile. Also mir ist gesagt worden, ich weiß es selber nicht, dass selbst wenn man selber noch keine Max-Teile auf der Stufe hat, wie jetzt hier bei Drag Race gleich, dass man dann trotzdem Max-Teile bekommt. Und damit bin ich nicht einverstanden. Wir benutzen übrigens Nitro-Mischer pur fanatisch, genau wie bei der Radarfalle. Ich hoffe, ich habe das eben auch so gesagt. Ich habe hoffentlich nicht pur extra gesagt bei der Radarfalle. Pur fanatisch. Profi-Settings und Windschatten und der Rest ergibt sich von selbst. Leicht untertourig schalten, den Burnout am Anfang perfekt machen und Nitro im vorletzten Gang. Das sind die drei wichtigsten Punkte. Leicht unter dem Balken schalten. Also erstmal Burnout perfekt, dann leicht unter dem Balken schalten und dann Nitro im vorletzten Gang. So, und bei den Teilen bin ich deshalb nicht einverstanden, weil das bedeutet, man kann, das ist zwar kein volles Set, aber man kann 7 goldene Maximalteile für eine Klasse bekommen, indem man ein Rennen fährt. Und ich finde, das macht es dann doch neueren Spielern ein Stück zu einfach, ihre Fahrzeugklassen Max zu bringen. Also das ist so, wo ich noch für alles Tage und Wochen gefarmt habe, um die Fahrzeugstufe auf Max zu bringen und dann um Sets zu farmen, das ist mittlerweile alles so viel einfacher gemacht worden. Okay, kann ich mit leben, aber das ist, finde ich, ein Tick zu viel. Also jetzt wirklich zu sagen, ihr kriegt 7 goldene Max-Teile. Nicht unbedingt alles verschiedene, aber ne, es ist nicht unwahrscheinlich, dass da viele verschiedene bei sind. Und ihr kriegt die dafür, dass ihr ein Rennen fahrt. Ihr müsst ja nicht mal eine krasse Leistung bringen. Ihr müsst das einfach nur einmal fahren. Das finde ich absolut übertrieben. So, also für einmal fahren, jo, hier, jetzt hast du eventuell direkt mal dein Fahrzeug auf Maximalstufe. Finde ich zu heftig. So, als nächstes fahren wir Street Race mit der geliehenen Corvette. Das Rennen ist eigentlich auch absolut nicht schwierig. Ihr müsst einfach nur aufpassen, dass der Wagen ziemlich heftig rutscht. Das heißt, in den S-Kurven, die ihr an mehreren Stellen auf der Strecke findet, müsst ihr euch an der Map orientieren, von außen nach innen reinfahren und dann habt ihr im besten Fall schon keine Probleme mehr. Es gibt so Kurven wie hier bei 9%, da müsst ihr ein bisschen abbremsen. Die ist einfach zu eng für den Wagen. Aber ansonsten ist die Strecke tatsächlich nicht allzu schwierig. Also was der Wagen taugen wird, ich weiß es nicht. Bin ich ganz ehrlich, dadurch, dass der jetzt ziemlich schlecht ist, sieht das erstmal nicht gut aus. Im Endeffekt kann der aber nachher mit Profi-Settings trotzdem ganz cool werden. Im Endeffekt ist es ein Oldtimer, eine Corvette. Das wird kein Top-Fahrzeug in der Street Race-Kategorie, mit Sicherheit nicht. Also möglich wäre es trotzdem, ist aber nicht davon auszugehen. Und von daher ist das jetzt einfach ein Style-Fahrzeug. Wer hier auf Platin spielt, der macht das, weil der Wagen cool ist, weil er schön aussieht und irgendwie eine gewisse Nostalgie hat, aber nicht, weil der ultra krass sein wird oder besonders schnell. Definitiv nicht. Von daher macht euch da keinen Kopf, fahrt das Ding entspannt runter und ich denke, ihr werdet hier in dem Summit vergleichsweise zu anderen Platin-Summits, die jetzt in Zukunft mit 11.000 Leuten abschließen, nicht viele Punkte brauchen. Und das ist dann das nächste Thema, auf das wir gleich zurückkommen, weil wir im nächsten Rennen zumindest die wichtigsten Punkte schon abgehandelt haben. Das ist das Touring Car 911 Carrera. Nitro-Mischer pur extra Portion, Profi-Einstellungen würde ich draufpacken, damit der Wagen gut um die Kurven kommt. Auch hier lohnt es sich definitiv mit Windschatten zu fahren. Und dann im besten Fall der vorne ist, zündet seinen Nitro-Mischer, beschleunigt hoch auf 390 bis 410 Sachen nach der Kurve. Dann kommt wieder die Rechtskurve. Danach wieder genau dasselbe. Der vordere mit Nitro-Mischer auf 390 bis 400 Sachen. Der Rest hinter ihm mit Windschatten ran. Und das macht ihr einfach die ganze Zeit, weil das ist die Strecke, wo ihr einfach nur so normal fahrt, sprich einfach nur geradeaus, Rechtskurve, geradeaus, Rechtskurve. Also ihr seht, ich beschleunige hoch auf um die 390, dann Rechtskurve, dann beschleunige ich wieder hoch. Und wenn ihr gerade im Windschatten seid, dann braucht ihr nicht mal Nitro, um hoch zu beschleunigen, weil der Wagen da echt eine gute Kraft hat. So, und das Zweite, was ich gerade sagen wollte, ist, also sorry, das letzte Summit hat geendet mit 900.000 Punkten für Platin.
900.000 Punkte. Das ist schon ein bisschen übertrieben. Also ja, auf PC sieht das anders aus, auf Xbox sieht es ganz anders aus, logisch. Aber 900.000 Punkte für die höchste Belohnung, die man im Spiel kriegen kann, ich weiß nicht. Also dafür müsste ich nicht mal annähernd alle Events fahren. Also ich weiß auch von einem aus unserer Community, der hat nur 7 Events gefahren und hat das. So, ne, das ist. Und man kriegt ja erst, wenn man 9 Events macht, nochmal 100.000 Punkte geschenkt. Es ist ein bisschen übertrieben. Also das schon. Ich gönne es jetzt trotzdem allen, aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass es irgendwie nochmal was, dann nochmal eine speziellere Belohnung gibt. So, irgendwas obendrauf. Für die Leute, die halt ein bisschen schwitzen. Okay, als nächstes fahren wir Alpha Grand Prix Nitro Mischer Pur Extra Mark II. Settings sind eingeblendet. Die Strecke wurde verändert. Man kann hier nicht mehr abkürzen. Sprich, hier gilt es einfach nur, die Strecke runterzufahren. Vor den engeren Kurven ein bisschen abzubremsen und dann passt das. Da kann man tatsächlich nicht viel anderes sagen. Der Regen nervt mich zu sehr gerade wieder. Es gibt genau 2 Kurven, wo man ein bisschen schneiden kann. Das werdet ihr gleich sehen. Das ist einmal am Ende und einmal in der Mitte, wo früher die Abkürzung war, wo man durchgesprungen ist. Das geht aber nicht mehr. Also eigentlich einfach der Straße folgen mit dem Alpha. Hier konnte man abkürzen, 25%. Also ja, der Alpha ist definitiv nicht der beste. Mit den Profi-Settings aber relativ stabil. Vor den engeren Kurven ein bisschen abbremsen, mit Nitro wieder hochbeschleunigen. Das ist ein bisschen Übungssache. Aber jetzt nicht so das Ding, was euch das damit kosten würde. So, was ich aber auf jeden Fall noch sagen wollte. Scheiße, ich hab's vergessen. Egal, sollte jetzt eben auf jeden Fall nicht wieder so klingen, als würde ich das nicht gönnen, dass jetzt 11.000 Leute Platin kriegen. Ich denke nur, es ist halt einfach, das ist das Höchste, was man in dem Spiel erreichen kann. Platin Summit, mehr gibt's nicht. Das ist das Beste. Klar, das gibt's jede Woche, aber mehr kann man nicht machen. Und ich sag's euch so, wie es ist. Das kann man mittlerweile nach 2 Wochen Spielen erreichen. Nicht mal. Also wenn man viel spielt, auch binnen der ersten Woche. Da bin ich relativ sicher. Also man muss ja nur bis auf Level Star kommen, dann kann man Summits spielen. Und wenn man Leute hat, die einen in die Rennen reinlotsen, bin ich mehr oder minder sicher, dass wenn man die Strecken schon ein bisschen kennt, gut, das ist das Einzige, was Neulinge natürlich nicht haben. Also auf jeden Fall mit leicht getunten bis Stockfahrzeugen wahrscheinlich Platin schon erreichbar wäre. Nicht unbedingt bei den Platin-Fahrzeugen, aber zumindest bei den normalen Summits. Und das finde ich ein bisschen heftig. Also es ist, The Crew hat mich echt lange gedauert, da so weit zu kommen, dass wirklich jedes Summit easy Platin ist und PvP easy war und. Die Strecken gekannt waren und jetzt ist das alles gar nicht mehr so unbedingt nötig. Also es wird einem Neuling im Moment im Spiel sehr einfach gemacht, alles zu erreichen. Ich glaube, dass sich The Crew damit auf Dauer ins eigene Bein schießt, weil es keine Herausforderungen mehr für die Spieler gibt, die wirklich seit 3 Jahren am Start sind. Weil es für die sich einfach irgendwann nicht mehr lohnt. Aber gut, das werden wir abwarten müssen. Ich hoffe, das Summit hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, das Video war euch zumindest zum Teil eine Hilfe, auch wenn wir diesmal viel drumherum geredet haben, um andere Themen, die natürlich auch irgendwie mit dem Summit zu tun haben. Trotzdem hoffe ich, das Video hat euch alles in allem gefallen und geholfen. Lasst wie immer gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da, was ich wie anders, besser, schlechter, keine Ahnung was machen könnte. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns spätestens nächste Woche zum nächsten Summit. Viel Glück und bis dann.